Da hat! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney und wir sind hier wieder mit einem neuen Intro. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Na gut. Ich auch dafür. Ja, eben. Das ist der kürzeste Intro-Gag, den wir je hatten. Außer keinem. Außer keinem, ja. Nee, selbst wenn wir keinen Intro-Gag hatten, war der länger als. Ja. Ich habe gerade eine Idee für den Intro-Gag. Nein, wir wollen jetzt keinen mehr. Nein, Quatsch, was denn? Den können wir jetzt auch nicht machen, den müssen wir. Das ist mit Aufwand verbunden. Machen wir mal anders, ich erzähl's dir später. Oh nein, einen habe ich aber noch. Ganz schnell. Na? Menno! Oh, mein Stylus! So ein Schmarrn! Okay, jetzt können wir weiter. Menno! Ha, mein Stylus! Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Hä, dafür hatten wir einen Sound? Okay, komm, weiter. Ich will noch bis zur nächsten Verhandlung kommen. Das ist dein Text. Achso. Luke und ich machten uns auf zum Turm des Schöpfers, wo wir alsbald mit der Suche nach Hinweisen beginnen wollten. Inquisitor Flamberg erzählte seinem Hund, dass der Turm die dunkelsten und am besten versteckten Geheimnisse Labyrinthias birgt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis der Prozess gegen Sophie beginnt. Das gilt auch für uns. Ja, eben, wir haben nicht mehr viel Zeit. Vor allem, weil, wann ist bei dir pünktlich? Damit ich schon mal weiß. 20 nach um? Oh Gott, wir haben doch schon eins nach um. Das reicht ja gerade für einen Part. Das nächste um. Mensch. Ach so. Aber das reicht ja gerade mal für 5 Parts. Dann müssen wir die auch mit Leben füllen. Ja, eben. Komm, Luke. Halt die Fresse und... Wachposten vorbei in den Turm gelangen. Genau. Ja, diese Wachposten sind ja jetzt nicht unbedingt schlimm oder so. Aber ich muss... Wir sind doch schon im Turm. Ja. Warte mal, ich muss mal meinen Stylus... dein Stylus. Okay, ja, was ist denn hier? Wollen wir hier was anklicken? Das da? Mach mal. Ein königlicher Rot... Purpur, rosafarbener Teppich. Diesmal hast du gewonnen, Teppich. Oh, es ist auch, es ist eigentlich eher ein kleiner Teppich. Kein gigantomanischer Teppich. Ja. Dieser Ort hat sich nicht verändert, seit wir ihn das letzte Mal betreten haben. Oh, gestern beim Splatoon Splatfest. Das war auch noch so was Schönes. Und zwar, da konnte man Eisfan, also normaler Eisfan sein und großer Eisfan und gigantomanischer Eisfan. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt nicht weiß, wovon du redest, weil ich noch nie Splatoon gespielt habe. Also beim Splatfest, wählt man eine Seite und zwar, in diesem Falle war es Eis gegen Kuchen. Wofür wärst du denn gewesen? Kuchen. Kommt auf den Kuchen an. Was? Kuchen? Ich war für Eis. Wir haben fast keine Kuchenliebhaber gefunden als Gegner. Komisch. Haben zu viert im Team gespielt, war sehr lustig. Vielleicht weil es gerade Sommer ist, das sind alle für Eis und im Winter alle für Kuchen. Das kann sein. Würde ich mir vorstellen. Ja, voll gemein. Aber es ist auch gar nicht so warm heute. Ja. Wir haben heute nur 33 Grad aktuell. Und nein, Quatsch. Noch heißer. Nein, so warm ist nicht. Ja. Also, auf jeden Fall, es wirkt sehr leer ohne Schöpfer. Achso, nee, das ist dein Text gewesen. Es wirkt sehr leer ohne den Schöpfer. Weißt du was, wir machen jetzt ein Trinkspiel. Immer wenn wir uns verquatschen, trinke ich einen Schluck Kaffee. Ich dachte eigentlich, wir machen ein... Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Spiel. Genau, und immer wenn es nicht klappt, trinke ich einen Schluck Kaffee. Ein mysteriöses Symbol, das Sonne und Mond präsentiert. Pokémon! Falsch. Das ist der Mario! Die Sonne und der Mond haben etwas gemeinsam. Sie leuchten beide am Himmel. Hä? Ach.
Sie haben beide ein Pokémon, das für sie steht. Solgaleo und Lunala. Das kann nicht grundlos hier gemalt worden sein. Jemand hat sich etwas dabei gedacht. Aha. Was denn? Ich mal da mal was. Genau. Ja. Professor, ich kann... Hä? Professor, ich kann den Turm des Schöpfers von diesen... Wir sind im Audienzzimmer und nicht im Turm. Der Turm ist nämlich da hinten. Wir müssen die Brücke überqueren, um den Turm des Schöpfers zu betreten. Im Turm brennt kein Licht. Sieht so aus, als wäre niemand zu Hause. Ja, wie denn auch? Der Schöpfer ist ja jetzt nicht da. Mutmaßlich tot. Mutmaßlich tot, angeblich. Verunmutlich. So, dann ab zum Schöpfer. Ich trau dem Braten nicht. Ich dir auch nicht. So, okay, hier gibt's keine versteckten Rätsel, also können wir eigentlich gleich rein, oder? Münzen auch nicht? Warte mal, geht das überhaupt weiter? Wir müssen hier was... Ne, Münzen hatten wir alle hier. Ich glaube, wir müssen hier was einfach anklicken und dann... Ach, wir sind nochmal zurückgelaufen. Nein, Rätsel! Ein nicht verstecktes. Ich möchte noch zu bedenken geben, dass ich diese Woche irgendwie verpeilt bin. Ich bin so unten rechts im Eck vom Bild, das gefällt mir nicht. So unten rechts im Eck vom Bild. Achso, das ist so links. Ein anderes Wort für verpeilt, oder wie? Oh, ich bin halt so unten rechts im Eck vom Bild. Ich bin aber wirklich verpeilt, die ganze Woche schon. Das Rätsel musst du... Was habe ich für eine Haarfrisur, Alter? Ne, hier. Es scheint, deine Frisur ist Kaffee. In Ordnung. Es scheint, als wären die Mechanismen zum Schutz des Turms noch aktiv. Ach übrigens, nochmal zum Thema Eis gegen Kuchen. Das englische Wort für Kuchen heißt Cake und das schreibt sich fast so wie ein deutsches Wort für Fäkalien. Deswegen ist Kuchen Kacke. Ich weiß noch, wie ich mich mal mit jemandem drüber unterhalten habe und wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen, was denn der Unterschied zwischen einem Cake und einem Pie ist. Ah, nein, das ist wie Kuchen und Torte, glaube ich. Ach nee, Pie ist aber was anderes, stimmt. Eben. Vielleicht weiß ist es Pie, bis heute nicht. Extra mit Früchten oder sowas, oder? Haben wir auch vermutet, dass das der Grund oder der Unterschied sein muss, aber wissen tun wir es immer noch nicht. Ja. Beziehungsweise ich kenne die Person auch schon gar nicht mehr inzwischen. Was ist denn eigentlich ein Shepherd's Pie? Ist das nicht dieser irische Pie, der aber mit so Fleisch und so Zeug drin ist? Das kann sein. Na jedenfalls. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Entschuldigung, ich muss das leider jetzt immer machen. Es tut mir eigentlich im Herzen weh. Ja. Es scheint, mir nicht. Es scheint, als wären diese Mechanismen zum Schutz des Turms noch aktiv. Heißt das, wir können nicht hinein? So ein Blödsinn, Luke. Nein. Heißt das, wir können nicht hinein? Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Dr. Lynch, bitte nicht. Dr. Cox? Aber ich, wo hab ich denn? Hab ich die magische Miesmuschel mit Nein überhaupt nicht drin? Naja, gut, dann nicht. Sagt die überhaupt Nein? Nein. Eben. Also ja! Ja? Ja! Sagt ihr nicht immer nur... Ah ja, doch. Okay, weiter. Ich hatte mal eine magische Miesmuschel-App auf dem Handy, die war aber scheiße. Oh. Ich habe die eine Zeit lang verwendet, um Entscheidungen zu treffen, die ich nicht treffen konnte. Oder wollte. Ja. Cool. Soll ich jetzt einkaufen gehen oder später? Nein! Ja eben, oder Fragen sind da, glaube ich, nicht so gut. Meistens hat sie gesagt, frag doch einfach nochmal. Keins von beiden. Dieser Mechanismus hier stellt ein Rätsel dar. Wenn wir es lösen, können wir in den Turm gelangen. Ja, wie immer. Tor der Tränen 2. 3. 2 gab's, glaube ich. Magimatik. Ach, wieder nur 30. Es gibt 12 Murmeln, die mit Zahlen von 1 bis 12 versehen sind. Zusätzlich gibt es 3 Dreiecke, die schon Murmeln eingebaut haben, die du nicht bewegen kannst. Baue die restlichen Murmeln so in die verschiedenen Dreiecke ein, dass die Summe in jedem Dreieck 39 ergibt. Oh, das ist ja wie Sudoku. Das sollte nicht so schwer sein. Okay, die Summe in jedem Dreieck soll 39, wie soll denn das jetzt gemeint sein? Also wir haben, wir haben jetzt sozusagen bei jedem Dreieck immer insgesamt wie viel Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ja, von denen. Okay, oh Gott. Einfach probieren, oder? Ja.
Ich würde einfach mal irgendwo anfangen und dann mal schauen, wie es hier gibt. Also 9 ich würde sagen, warte mal, ich rechne schon mal die 9, die 8 und die 5 zusammen. Ja, das ist gut. Das sind zusammen schon mal 17, 22. 22. Und dann brauchen wir uns dann nur noch 3 Stück. Dann brauchen wir 17. Die also wir auf 3 aufteilen müssen. Die 10 gehen dann dementsprechend schon mal nicht. Weil wir brauchen ja insgesamt 3. Das heißt, wir müssen... 11, 4 und 2. 11, 4 und 2, das ist... Jetzt müssen wir nur noch schauen, in welche Reihenfolge. So, oder also, wo ja, war's? Erstmal rein damit. Okay. Und 2. Ja. Bling, also 1 davon wäre dann schon mal... Gut, aber das kann ja jetzt sein, dass das noch nicht richtig ist. Was fehlt denn dann? Also was müssten wir denn eigentlich, was haben wir denn bei dem 9, 5 11, und 6? 13, 22 haben wir in dem mittleren Dreieck. Ne, in dem mittleren haben wir, achso, jetzt momentan 22, aber gehen wir mal von den 20 aus. Okay. Dann dadurch können wir uns vielleicht errechnen, welche von den Zahlen an der Stelle sein muss. Brauchen wir 19, dann ist die 2 wahrscheinlich schon mal da nicht, weil sonst schaffen wir es nicht. Naja, die 10 und die 7 wären theoretisch noch möglich. Stimmt. Also wir könnten... Leg's mal rein. So, und jetzt... Wenn du jetzt die 12 reinlegst und es ausgerechnet gleich schon richtig ist, wäre schon irgendwie geil. es zeigt, welche richtig sind. Nein. Nee, was? Och, komm schon. Das war jetzt echt ganz schön einfach. Das war jetzt aber Zufall. Oder? Ja, ja. Aber trotzdem, ich sage mal, wir hätten ja... Cool. Richtig. Dir läuft es kalt den Rücken hinunter, als die Tür sich langsam öffnet. Von... Luke läuft es warm den Rücken runter. Aber Herr Professor! Was soll denn das? Nicht jetzt! Von der anderen Seite ist kein Tor zu hören. Kein Ton zu hören. Ja, wie soll man Tor auch hören? Außer wenn er zerspringt. Eine schaurige Stille nimmt den ganzen Raum ein. Was erwartet dich wohl auf der anderen Seite? Warum heißt Ton eigentlich Ton? Keine Ahnung. Vielleicht hat man damit früher Musik gemacht. Professor, Sie haben es geschafft. Ich glaube nicht. Professor? Jetzt kann ich meine wahre Identität preisgeben. Ich bin in Wirklichkeit... Ich bin John Paolo! Aber Don Paolo, was machen Sie denn in diesem Spiel? Sie haben überhaupt nichts verloren. Inspektor Chelmy war auch da. Also kann ich ja wohl auch in dem Spiel sein. Findest du das nicht etwas seltsam, Luke? Das Rätsel war viel zu leicht. Um hierher zu gelangen, mussten wir am Wachposten und auch an der Garnison der Ritter vorbei. Heißt das eigentlich Garnison oder Garnison? Garnison. Hätte ich schon gesagt, ja. Wenn man keine Kinder erzeugt, dann hat man ja einen Garnison. Spiel weiter. Ja, halt die Fresse! Ja. Das sollte normalerweise Abschreckung genug für jegliche Eindringlinge sein. Ein Sohn? Ja. Ich stimme Ihnen zu. Oh nein. Weißt du, von Yoshi's Woolly World. Wenn dort jemand ein Kind bekommt, dann hat er einen Garni-Sohn. Weil? Ach nee, das ist ja Wolle. Dann bei Kirby's... Ach, Garni-Sohn. Ein Garni-Sohn. Da fällt mir ein, dass ich das noch nachholen muss. Gibt's ja jetzt auch für 3DS. Ja. Bin unschlüssig. Naja, dann... Die Tür hier ist jedenfalls aufschlüssig, also weiter. Ich stimme Ihnen zu, dort waren auch Ritter. Ritter? Ja, und die haben Sport gemacht. Zusätzlich ist diese Vorrichtung an der Tür angebracht. Ich halte es für sehr unangebracht. Daraus lässt sich schließen, dass etwas von großer Bedeutung hier versteckt ist. Aber wir wollten noch öffnen und nicht schließen. Ja. Gehen wir und finden es heraus, Professor. Dann mal los. Genug der Wortspielerei. Fortsetzung folgt. Mann. Gesundheit. Mann. Gesundheit. Mann.
Oh Menno! Oh Menno! Oh Menno! 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 Ja, wir möchten speichern. Ja gut, dann nehme ich mal wieder den Ältesten. Den Erstgeborenen. Den Garnison.